So, hi, da sind wir wieder. Nachdem wir im letzten Tutorial uns das Zoom-Grafikpaket zu Ende hin gedownloadet habt, was ihr jetzt auch hoffentlich schon auf eurem Laptop habt, können wir weitermachen mit unserer Installation bzw. inzwischen unseren Feinheiten, die wir hinter unser Spiel packen müssen. Das Zoom-Grafikpaket war ein RAR-Archiv, weshalb wir auch wieder hier das Zoom-Grafikpaket per WinRAR entpacken müssen. So sieht das dann wieder aus. Ich entpacke es in meinem Fall auch wieder auf den Desktop und habe dafür, ihr seht hier, ihr könnt den Desktop verwenden, habe ich hierfür schon einen Ordner angelegt, Zoom-Grafikpaket in Klammern entpackt. Dorthin entpackt ihr das Zoom-Grafikpaket. Das sieht dann so aus in dem Ordner. Den können wir jetzt auch öffnen. Ihr seht jetzt hier diese Daten. Wichtig für uns sind die Options-INI-Daten. Unten drunter könnt ihr euch die Vorbereitung nochmal durchlesen. Die Options-INI-Daten sind aber hier heute wichtig. Mit einem Doppelklick da drauf, ja, öffnet sich dieses Fenster. Jetzt brauchen wir genau zwei Dateiordner. Natürlich, es handelt sich hier um Aufstieg des Hexenkönigs. Aber um Aufstieg des Hexenkönigs zu spielen, brauchen wir auch Schlacht um Mittelerde 2. Das haben wir ja schon besprochen. Deshalb brauchen wir jetzt Schlacht um Mittelerde 2 und Aufstieg des Hexenkönigs, die jeweiligen, wenn wir weiter weggehen, Dateien. Warum Dateien? Das sind diese Options-INI-Daten, die quasi auf der DVD vorhanden sind, aber in den anderen gedownloadeten Spielen eben nicht. Mit einem Klick auf Kopieren haben wir uns die Daten kopiert und müssen sie jetzt einfügen in einen neuen Ordner. Und zwar in einen ganz bestimmten Ordner, damit das funktioniert. Dazu geht ihr auf Computer, Laufwerk C, Benutzer und müsst dann den Benutzer suchen, bei dem dieses kleine Schlosssymbol vorne dran ist. Das hier unten ist ein temporäres Laufwerk, das hat auch ein Schloss davor, spielt aber keine Rolle. Ihr braucht euren Benutzer, mit dem Benutzer ihr alles auf eurem Laptop macht. Mit dem Doppelklick da drauf seht ihr, bei mir hat AppData ist bei mir blass hinterlegt. Warum? Weil ich verborgene Dateiordner mir anzeigen lasse. Das ist wichtig, weil sonst funktioniert das hier jetzt gerade nicht. Ihr drückt einfach, wenn ihr in diesem Ordnermenü hier seid, Alt. Unter Extras geht ihr auf Ordneroptionen und auf Ansicht, scrollt bis nach ganz unten und seht dann hier den Punkt Versteckte Dateien und Ordner. Hier geht ihr jetzt hin und lasst euch ausgeblendete Daten und Ordner und Laufwerke anzeigen. Ihr setzt hier den Button, drückt auf Übernehmen und OK und schon wird euch bei AppData höchstwahrscheinlich der Ordner so schimmrig, durchsichtig angezeigt. Mit einem Doppelklick da drauf öffnen sich nochmal ein Fenster. Hier wählt ihr Roaming aus und jetzt macht ihr nichts anderes, als hierhin die Daten rein zu kopieren. Ihr seht, ich habe es schon gemacht. Hier waren die Daten drin und hier sind unsere Daten wieder. Falls da irgendwas steht, von wegen ist schon vorhanden der Dateiordner, einfach auf trotzdem reinkopieren machen, bis die beiden Dateiordner hier drin sind. Wenn ihr das geschafft habt, haben wir wieder den nächsten Schritt abgeschlossen, um unser Spiel zum Laufen zu bringen. Und ja. Im nächsten Tutorial geht's dann weiter.